Zeit zur jährlichen Maß- und Gewichtskontrolle. Egal ob Moosfrosch, malaiische Riesengespenstschrecke oder Gorilla, sie alle müssen im Londoner Zoo auf die Waage. Einige beäugen die Messgeräte kritisch, ob sie wohl zugelegt haben. Auch das philippinische Baby-Krokodil wirkt auf der Waage etwas nervös, trotz seines geringen Gewichts. Dieser Uhu hingegen lässt sich bereitwillig auf seine Vermessung ein. Und auch die afrikanische Schnecke ist auf der Waage die Ruhe selbst. Nur die cleveren Kapuzineräffchen sind schwer zu überlisten. Da helfen auch die strategisch platzierten Leckereien nicht. Mit den Messungen wird der Gesundheitszustand der Tiere überprüft. Außerdem werden die Ergebnisse in ein internationales Archiv eingetragen.